ihr Essen angerichtet. Ja? Es gibt Basmati-Reis an vegetarischen Klößchen. Lecker. Klößchen? Klößchen. Diese da. Die sind lecker. Nee, ist, ist okay, was soll das denn? Lass mich doch mal in Ruhe. Haben wir Sitzschienen und Sitzkonsolen bestellt? Vielen Dank. Für die E92 am 3? Muss ich nachgucken, weiß ich nicht gerade aus dem Kopf. Das kann ich dir gleich sagen. Das wäre wichtig. Ja, guck schnell. Ansonsten direkt bestellen? Ja, bitte. Okay. Aber da ist die Frage, wo? Weil ich glaube, 55 Parts hatte das uns gesagt. Frage ich mal nach. Hallo. Ich grob in Erinnerung habe ich das, wo wir die Bremse auch her haben. Bringe ich in Erfahrung? Ja. Frage geil. Frage. Wie ja. Geil, Julian. Schönen guten Tag, meine Damen. Hallo. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem grandiosen, fantastischen Video an diesem wunderschönen Tag. Das letzte Mal, wo wir dieses Video gemacht haben, da war das mit diesem Auto. Und der Titel des Videos war Ein Tag zum Vergessen. Das hoffe ich heute nicht. Aber wir müssen vorher noch einmal. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr beeindruckt, dass Sie das Steuergerät zum Laufen bekommen haben, kurzfristig. Kurzfristig? Nee, ehrlich. Ja, aber nur kurz. Ne? Für mich war das böhmische Dörfer. Man muss ja probieren, dann geht's vielleicht. Ja, echt gut. Weil er hat die Platine sich angeguckt und dann haben wir geguckt und geguckt und dann hast du da so eine Stelle gesehen, wo ein bisschen was dunkel war. Was dunkler, ja, aber das war unter Heißkleber. Deswegen dachte ich, was soll da passieren, ne? Ja. Ja, und der Mann ist ja nicht umsonst angehender Kfz-Meister. Ja. Ich bin gleich da. Dann haben wir das Steuergerät aber, weil das war so notdürftig geflickt, zu unserem wunderschönen Philipp Stegemann von der Firma FPS geschickt. Oder er war hier und hat es mitgenommen und hat es dann innen drin diese Blöcke neu gelötet und diese ganzen, was hat er gesagt? Die hat. Nee, das hieß, was hat er nochmal gewechselt? Das heißt, Kondensatoren, aber er hat noch was anderes mir gesagt, was er bestellt hat. Sperrdiode? Dioden, ja, sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das jetzt wieder funktionieren. Das werden wir jetzt hier probieren. Also, wir hämmern jetzt einfach mal und hoffen dann, dass er sagt, das finde ich okay. So können wir Geräusche geben. Und wenn das funktionieren sollte, dann werden wir dieses Kfz nach langer Zeit hören und fahren. Und das würde den Tag doch extrem verbessern. Richtig, Frau Runte? Hat das, wie viele Anschlüsse hat das? Nur die drei? Ja, ja. Das heißt nur die drei, ne? Also ja, weil da noch so viel abhängt. Der grüne, der schwarze. Achso, das hier ist Abgastemperatur und das ist, um die, an den Rechner ranzukommen. Also Steuergerät braucht dann noch hier Ladedruck. Den haben wir ein bisschen notdürftig hier geklebt, wie du siehst. Das heißt, hier müssen wir vorsichtig tüddeln. Alle Sicherungen wieder heile, die drin sind? Weil er ständig eine Sicherungen waren alle wieder drin, ne? Alles wieder erneuert, ja. Sicherungen sind drin. Wir haben noch nicht geschoben dieses Jahr. Dieses Jahr hat auch erst 8 Tage. Batterie ist komplett tot, ne? Sollen wir den Booster wirklich hinten reinmachen? Komm, wir nehmen mit. Einen guten Tag ab. Ich geh mir Jacke an, wenn wir gleich schieben, ist nicht so kalt. Ich glaube, dann wird uns warm, egal was wir anhaben, wenn wir schieben. Schon. Oder er brennt ab. Dann wird es sowieso warm. Ja, guck. Nee, also wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen vorsichtig erstmal fahren. Erstmal, um reinzukommen. Der war sehr lange aus. Wir haben Öl schon vorher geguckt, aber Benzin ist wirklich sehr alt. Aber das ist mit eines der lautesten Autos, die ich kenne von uns. Ja. Das hat noch aus einer Zeit, das hört sich an, das ist auch aus einer Zeit, wo man sich ja nicht so Gedanken darüber gemacht hat, ne? Aber ich weiß noch, auf der Lassisee, das war auch eins der ersten Videos, die ich so mitgemacht habe. Boah, das war cool. Schon laut, ne? Also geil laut. Voll geil laut. Nein, das ist nicht doof laut, wie ein CL500 mit Straightpipe. Weißt du, diese typischen Gangstermobil-MAE-fähigen Autos, weißt du, die sind halt doof laut. Aber das ist schön laut. Ich bin echt sehr gespannt. Ich bin echt sehr gespannt, wie das fährt. Ich weiß, die Kupplung war doof. Die war sehr snappy. Krass. Ich muss sagen, in mir drin habe ich nicht mit gerechnet. Ja, klar. Nee. Also wenn es wirklich das Problem war, Steuergerät, dann wenn das bei Philipp ist, ich glaube nicht. Aber er kann es ja nicht gegen testen. Ja, aber er kann ja testen, was defekt ist am Steuergerät. Ja, aber das ist immer noch eine Quote, dass irgendwas dann doch
Ja, aber dann hättest du es ja nicht am Steuergerät. Das ist ja unsichtbar, weißt du? Ist ja nicht, dass du sofort siehst, welche alle kaputt sind. Nee, du musst sie ja durchmessen. Das ist ja das Lästige. Ja. Okay. Wir haben sogar Öltemperatur. Lange ist her. Voll. Das meinte ich mit eins von den Lotteren. Ja, er ist einfach bei 2000, ist er halt schon echt stolz im Schuh, so, ne? Hab ich auch vergessen. Das ist gut. Aber die Kupplung ist gerutscht. Oder war das Power? Aber die Kupplung hat da schon ein bisschen was mitgemacht. Nee, ist Power. Nee, der rutscht nicht. Das ist Power, Alter. Ja, wir haben volle Öltemperatur. Ganz kurz hatte ich den Moment wie bei Fast and Furious, wo dieser Warp-Antrieb so kam. Kennst du das so, wenn du so, wenn der normal fährt, auf einmal so bei Teil 1? Wie schnell der auf einmal wurde, ne? Lange nicht mehr, lange her, dass man so in ein Auto gefahren ist mit so einem großen Lader. Ready? Ja. Aber ja, alle freuen sich. Sogar mit BMW Syndikat-Aufkleber hinten drauf. Kriegt der Love, der Fünfzylinder. Das ist schwer, das wäre so ein BMW-Fahrer schwer. Hör mal, hör mal. Wir haben Reifenluftdruck geguckt, wir haben Öl geguckt, haben die Mühle angeschmissen und fahren und das Ding haut dir wirklich krass. Aus dem Keller jetzt, pass auf. 2,5, 3, 4. Boah, das war Kupplung, das hatten wir schon mal das Problem. Oh, das fühlt sich aber nicht gut an, Alter. Das war ganz aus dem Keller und ziehen wir trotzdem die Kappe vom Kopf. Alter. Das hier am Balken war ja kein normales Durchrutschen. Nee, nee, da rutscht die ganze ja. Scheibe. Normales Durchrutschen ist ja einfach, dann geht die Drehzahl höher, fertig. Ja, genau. Nee, er will noch versuchen zu packen und dann hüpft er da irgendwie auf der Kupplung rum. Weil so macht er das, glaube ich, nicht. Wie geil! Ist der jetzt schon Maximum abgestimmt so? Nö. Also können wir Lado hier drauf gucken und dabei den Tunnel zu einschätzen. Passt er? Ja. Alle Leute gucken so. Was ist hier los? Ey, ein Fünfzylinder-Sound. Das bleibt für immer toll. Wie geil der schreit, ne? Wie der läuft. Dieser kurze Radstand und so. Ich finde, der läuft richtig toll. Oder? Ich find's richtig ich bin stark begeistert. Gerade. Ich find's richtig, richtig. Ich glaube, auf der Straße bin ich noch nie mitgefahren. Nein? Nee. Ich find's richtig toll. Das ist echt geil. Ich freue mich voll. Ist auch echt schön, ne? Also auch so. Ihr könnt gerne mal drunter schreiben, was ihr für Farben. Wenn wir diese eine Farbidee nicht machen, was ihr für Farben machen würdet. Weil ich finde, also Silber steht ihm schon echt sehr gut. Aber ich sag mal, so gefällt er mir auch echt gut. So schmal, ne? Ja, mir auch. Nee, aber die Farbe auch. Die Farbe, ne? Jochheim und Mertens auf uns geschossen, Alter. Alter. Sag mal was. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ui. Ui. Hilft nichts. Obwohl, nee. Die von da kommen,
sind die NRW, die sind, Ja, moin. Ja, was sollst du jetzt zu sagen? Das ist geisteskrank. Echt, ne? Ja. Echt krass. Ah, der ist cool, der Typ. Der Linke. Was passiert jetzt mit meinem Tinnitus? Jo. Aua. Schiebedach muss auch weg. Geil. Gewicht. Ja, nicht nur das, sondern auch vom Style so. Ich finde, wir können das noch mal gucken jetzt hier. Also, ich bin der Meinung. Das ist so krank, ne? Der ist so krank. Es gibt, glaube ich, keinen vergleichbaren. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Also unglaublich. Mann, 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 ey. Hat sich ganz gut geschlagen. Ich glaube nicht, dass das über die Kamera rüberkommt, wie heavy das knallt. Das ist so krank. Der ist wirklich auch sehr aggro. Jetzt geht's los, dass wir... Müssen wir nicht eher auseinandergerupft werden? Ja, nur wegen der Ladeluftkühlerposition, wenn wir da Sachen anschweißen müssen, dass wir vielleicht erst das machen, weil wenn der Wagen lackiert wird, dann wäre das doof. Aber ich überlege gerade was anderes, ob wir das Verlichtergehäuse vielleicht nach hier hin drehen und vielleicht hier lang gehen mit dem Rohr, statt hier. Ich glaube, das ist der schönere Weg und einfacher, weißt du? Mhm. Für die, also sonst ist es auch kürzer, der Ladedruckweg. Dann gehen wir lieber so gerade weg, gehen dann hier so hoch mit 100 Grad oder was das sind, so, ne? 100 Grad, so holen. Und dann ist hier der Ladeluftkühler und dann gehen wir hier wieder rein. Da müssen wir die Abmessung mal eben gucken. Und ich glaube, wir haben sowas Ähnliches auch da oben rumfliegen. Dann kann ich euch mal eben zeigen, wie ich das mir so grob vorstelle. Gesamtlänge, Gesamtbreite 3,40. Das sieht gut aus eigentlich. Und der hat eine Bautiefe. Das sieht auch gut aus. 3,10. Und eine Höhe von 11 cm ungefähr. Sieht gut aus. Wir müssen noch eine Sache gucken. Ich erinnere mich nämlich. Nur weil, wenn du den jetzt. Nee, die Ansaugbrücke. Ich habe eine Ansaugbrücke Marco geschenkt. Ich rufe mal eben Marco an. Ich habe dir mal eine gegeben im Tausch mit Wagner. Mahlzeit. Mahlzeit. Du Marco, beim 2-2er Fünfzylinder, ne? Mhm. Welche Ansaugbrücke geht Richtung Spritzwand? Die originale 3B-Ansaugbrücke. Also die geht nicht Richtung Spritzwand, sondern die Rohrführung geht quasi nach hinten. Ja. Und dann so hinter quasi um den Ventilbüttel rum. Aber das müsstest du dir umbauen. Aber es gibt keine Ansaugbrücke, die direkt Richtung Spritzwand geht. Und welche ist diese die originale RS2? Die RS2 ist die gleiche wie 3B, erste Serie. Ja. Nur, dass da ein Porsche-Logo drin ist. Aber da brauchst du dir auf keinen Fall die vom RS2 kaufen, sondern da reicht eine vom ersten 3B-Modell. Hast du sowas noch rumliegen? Boah, da müsste ich gucken. Wir haben noch einmal Ansaugbrücken getauscht irgendwas. Da habe ich dir, glaube ich, eine Wagner gegeben. Genau, die habe ich von dir gekauft und du hast von mir eine S4 bekommen, glaube ich. Das ist aber die zum Wasserkühler hingeht. Die ja, nach vorne geht. Die habe ich auch drin. Ich weiß ja, was du vorhast. Ich gehe mal eben gucken, ich rufe dich gleich zurück. Okay, bis gleich, ciao. Ciao. In eine von seinen Teilegaragen. Ja. Und dann müssen wir nämlich trotzdem hinten absägen. Und müssen dann halt trotzdem gerade raus. Weil es wäre Unsinn, wenn wir jetzt die nehmen, die jetzt so, also die Ansaugbrücke, die wir jetzt kriegen würden, die wird nach hierhin gucken, ne? So. Vielleicht gibt es das ja trotzdem als Ladeluftkühler mit so einem unteren Ausgang nach vorne hin. Ich kann dir eine Sache sagen. Wenn bei minus 8 Grad ein Ladeluftkühler in so einem Container liegt längere Zeit, ne?
Dann ist das quasi Arktis on the way hier. Aber hattest du nicht gerade gesagt, wir brauchen einen Ladeluftkühler, der ein U ist? Ja, ja, klar, das ist nur ein Beispiel, wir haben jetzt kein U da gehabt. Aber das ist, glaube ich, schon mal das Maß. Das Ding ist, der Ladeluftkühler ist sehr groß bemessen für das, was wir da durchschieben wollen. An Kühlleistung, weißt du? Ist nicht super schlimm. Ist die Frage, gibt es vielleicht noch eine klügere Variante, ey? Und wir könnten auch umrüsten, auch eine größere Drosselklappe. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gut ist. Im oberen Lastbereich, im unteren Lastbereich ist eine große Drosselklappe eigentlich nicht so perfekt. Und noch was kommt dazu. Wir würden, das können wir so oder so machen, aber die Batterie würde von hier in den Kofferraum gehen. Das heißt, gewichtsverteilungstechnisch ist es auch nochmal besser. Und sieht cool aus. Weil wenn wir das hier wegnehmen, ne? Also die Spritzwand kommt weg. Genau, die kommt weg, aber dafür würden wir dann eine große gefräste Domstrebe auch noch hier oben hin machen. Von rechts nach links, die du ja so gar nicht montieren kannst. Okay, aber wenn die Spritze dann wegkommt, hast du ja gar nicht mehr so das Platzproblem da hinten, oder? Wegen dem Ladeluftkühler? Ja. Nee, die muss eh weg, die Spritzwand. Mhm. Damit der überhaupt reinpasst, der Ladeluftkühler. Und dann auch das Thema Blower-Ventil kommt ja eh weg. Das heißt, dieses ganze Klimbim-Zeug brauchen wir alles nicht mehr. Und dann wäre auch hier wieder Raum. Also es wäre alles aufgeräumter. So, wir haben gerade einen Anruf bekommen von dem Herrn Degenhardt. Der hat eine da. Und da fahren wir jetzt eben hin und gucken uns die an. Und der Flo hatte die kluge Idee, dass wir auch einfach mit dem Auto hinfahren können. Hat er recht. Hat er recht. Daily. Fragen, ob wir Tam 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 auf dem Hof machen dürfen. Weil es ist echt laut. Willst du hören? Warum habe ich dieses Geräusch schon mal irgendwo gehört? Geil, ne? Ja, krass. Wenn ich hier drauf drücke und Gas gebe, dann. Ich kenne diesen roten Knopf. Der hat eine ganz besondere Wirkung. Ja, ne? Die hier. Oh, guck mal dein Tor. Okay. Ja, okay. Sind alle da, glaube ich. Ja, okay. Ich höre, das A4-Projekt ist wieder am Start. Ja, richtig. Richtig, das ist wieder da. Geile alte Vibes im Moment. Ne? Mega. Wir sind damit gefahren. Wir haben nicht verstanden, wie schnell und gut dieses Auto fährt. Das Auto fuhr schon immer mega, mega also, geil. Das muss ich sagen. Als ob er so vom Werk kam. Du hast mir den damals ja mal geliehen. Für einen 15-Zylinder-Treffen habe ich den mal mitgenommen. Dann bin ich über 100 Kilometer mit auf Achse gefahren. Und ich behaupte, motormäßig ist er eh geil. Aber in Verbindung mit dem Achsprinzip von dem Auto ist das eine tolle Mischung, als ob der Motor da reingehört. Ja, ne? Also das muss ich wirklich sagen, es ist eine tolle Mischung bei dem Auto. Und wenn wir jetzt den Wagen ein bisschen höher, besseres Fahrwerk, dickere Reifen, besser vermessen, also agiler vermessen, dann sage ich dir, ein bisschen kleineres Lenkrad, dann sage ich dir, fährst du hiermit wirklich sehr, sehr spaßig. Weil jetzt ist er ja auf Show. Das ist ein bisschen zu tief und alles. Ich finde, jetzt ist dadurch, dass du den ja N-foliert hast und den Spoiler abgenommen hast, wirkt er so ein bisschen wie ein Sleeper, so ein Audi 80 mit Riesenrädern. Oder genau. Ein Audi A4 mit Riesenrädern. Aber ich glaube, die Idee, die du ja vorhast, habe ich ja in deinem Video gesehen, wird ja heftig. Das wird gut. Ja, es wird heftig. Das wird wirklich gut und schön, wird er. Ich habe ja in deinem Video gesehen, du hast vor, das ganze Motorkonzept zu überarbeiten, ne? Genau. Also Ladeluftkühler haben wir gerade schon einen gefunden, der von den Abmessungen her sehr ähnlich ist. Das passt da auch hin. Also wir würden die Spritzwand rausnehmen, Batterie im Kofferraum, Bremskörperstecker bleibt dort stehen. Ansaugbrücke, die vom RS2 oder die halt die 3B. 3B Ansaugbrücke erste Serie, genau. Genau, dass die so hoch geht, dann hat die oben den Bogen. Und das wollte ich mir einmal anschauen, wie dick ist die in dem Stück noch nach oben. Ne? Weil ich hätte überlegt, hör mir zu, ich hätte überlegt, dass man das Ladeluftrohr, sieht auch echt cool aus. Ah, wie schön dick da oben noch, guck mal. Siehst du, das ist doch dick. Das heißt, ich hatte überlegt, ist nicht cool, ne? Also die sitzt ziemlich genau so, dass man hier sägt, das da drauf, Drosselklappe dorthin und dann Verdichtergehäuse drehen, raus, 100 Grad rum, hoch, rein Ladeluftkühler, Wasserladeluftkühler
und dann dieser also möglichst kurzer Weg. Gar keiner. Also du hast nur das. Weil die Ansaugbrücke sitzt genau so, also nur jetzt natürlich hinten relativ weit am Zylinderkopf. Ja, guck mal hier ist die 1. Also ich muss noch ein Stück runter hier. Ja, so. Ja. Das passt. Ja, auf jeden Fall. Und das Abtrennen ist überhaupt kein Problem. Früher, also so ganz früher, gab es ja noch keine Kohlen und gab es keine Ansaugrohre. Hat man das hier unten aufgesägt, hat das Oberteil umgedreht, sodass die Ansaugbrücke nachher so saß. Du hast umgedrehtes Saugrohr gemacht. Das hat man sich früher selber gemacht. Das hat man hier einfach aufgetrennt. Um in den Ladefüller reinzukommen. Genau, dass du einen kurzen Ansaugweg hast. Das ist ja original ein super langer Ansaugweg. Original geht das ja. Genau. So. Unten durch so ein Rohr, durch den Ladekühler zum Verdichter. Also gefühlt 2,5 Meter Ansaugweg. Ja, jetzt ja auch. Guck mal, wir gehen jetzt runter in den 1,18T-Ladeluftkühler. Ja. Durch das Verbindungsrohr. Zweiter 1,8T. Hoch, runter. Und dann plus, das kennst du ja auch, das ist ein Stück da. Dieses Rohr, was du immer aufgesetzt hast. Was wir gerade auch einmal schon gehört haben. Genau, und deswegen, also wenn wir die nehmen könnten, wäre das wirklich mega geil. Ja, und würden dann einmal sägen, drehen, schweißen, kommen dann beide nach oben, spritzern weg, Batteriekofferraum und dann müsste das eigentlich mega geil sein. Und du weißt ja selbst, Wasserladeluftkühler, das wäre ja der größte wie im Supergolf von den Abmessungen. Der ist ja viel zu groß. Also der kühlt das runter. Ja, und der wird sich ja auch gut kühlen. Also diese Wasserlaufkühler hast du wahrscheinlich 300 Mal mehr Erfahrung wie ich. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Ja, wenn sie einmal zu heiß sind und der Tauscher zu klein ist, dann fährst du den heiß. Das Medium Wasser lässt sich halt super langsam wieder runterkühlen, genau, wenn es dann heiß ist. Ne? Genau. Aber wenn der so dimensioniert ist und auch gar nicht so viel reinwurmst, dann wird das effizienter sein als die beiden. Aber ich bin stolz auf, dass dieses Auto immer noch genauso was. Ey, und das Marco, dieses Auto fährt. Wir saßen gerade drin, ne? Aber der macht dieses Kupplung-Zupfen wieder, ne? Dieses Ja, wo du dich erstmal richtig erschreckst. Ja, du darfst nicht vergessen, wir haben draußen jetzt gerade -2 Grad. Der hat richtig geschoben. Der Motor hat Bock, da ist viel Zündung programmiert, da ist viel Ladedruck programmiert und der Lader 2,5, 2,4 macht er. Das auf Kraftstoff und das fährt, ne? Und das fährt gut. Ich sag dir, das sind ja locker 650 Newtonmeter, die du da reinpumpst. 650 Newtonmeter. Wie viel Leistung hatten wir damals? 475, 500 PS rum. Ja. Aber relativ hohes Drehmoment, weil der Lader recht früh kommt und 2,5 bar, also sind so circa an die 650 Newtonmeter sind das auf jeden Fall. Ja. Und das aus 2,2 Litern ist schon Brett. Das geht vorwärts. Also dementsprechend ist das wieder der Stand damals, also ich kann ja nur mal von mir sprechen. Ich habe ja nur mal Low Budget und noch mehr Low Budget gebaut. Und das funktionierte für damalige Verhältnisse immer gut. Mhm. Und dieses Auto, sage ich ja, ich bin zu einem 50er-Treffen, hast du mir den mal geliehen, da bin ich ja ein ganzes Wochenende hatte ich den. Der fuhr so geil, da habe ich gesagt, boah, geil. Der Motor. Dieser Motor gibt mir brutale Emotionen und dann in Verbindung mit dem super tollen Fahrwerk damals, also das Handling und das fühlte sich so geil an. Im Vergleich zu den alten ist es genau, zu einem S2 oder zu einem Audi S6, S4 mega. Ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach, wenn das Mehrlenkerprinzip heile ist, ein besseres Fahrwerk. Also finde ich super. Bremse machen wir auch, weil Bremse muss. Das war immer, das ist gerade echt aufgefallen. Grenzwertig. Ja, ist echt grenzwertig, weil guck mal, wenn du jetzt so drei mit den großen Rädern, das heute... Das sieht nicht cool aus. Das ist einfach nein, nicht okay. Und zumal heute gibt es ja so viele Kits zum Umbauen. Du kriegst ja echt geile Bremsanlagen. Für was wenig das Geld. Für was für ein geiler Kit da gibt. Aber A4, B5, immer noch ein zeitlos schönes Auto. Ja, ne? Ist auch so. Auch gerade, wo wir tanken waren, standen wir da vor dem Auto. Und der ist ja auch in schmal. Wirklich wunderschön. Man muss nur wissen, dass er noch schöner wird, wenn er die großen Bagger hat. Und vor allem, wenn er diesen Seitenschweller hat. Dann wird er ja, finde ich, deutlich schöner. Aber das Auto so, muss ich wirklich sagen, ist ein wirklich schönes Auto. Und auch als Anfängerauto, das als 1,8T-Projekt, das ist ein geiles Auto. Aber leider sind alle Autos nicht mehr günstig. Aber so ein Auto als 1,8T gab es für 1.900 Euro. Jetzt mal kurz, für wie viel wir den Motor gerade gesehen haben. Ey, wo denkst du, liegt momentan ein AAA? Motor, ein Technikpaket? Ja. 5 Riesen. 6,5 haben wir gesehen. Guck mal, was da steht. Ja, geil. Das ist 20 V Turbo. Aber der ist halt, die Karosse ist so mürbe, dass du den nicht mehr rettest. Nee, sehe aber ich da ist ein 5-Zylinder, 20 V Turbo, 3B drin mit kompletter Technik. Kostet 4. Ja. Ne? Ungefähr. Und du hast so viele Teile, ne? Also, der hat auch das, welches Getriebe hat der? Der hat das 016 Getriebe, 016, genau, 5 Gang, alte Serie. Ja, genau. Du hast ein 01A Getriebe drin. Auch. Was aber, wenn du da noch mehr Drehmoment drauf gibst, kaputt gehen wird. Genau. Aber wenn du da nicht so viele Allradstart machst und so, hält das auf jeden Fall. Hast du ja, schon heute gemacht, erst 3 ne? gemacht. Der macht auch 4 und 5, aber irgendwann macht er es halt nicht mehr. Aber schön, wirklich schön.
Zum Thema Farbe nochmal. Ich weiß, du bist fürs Außergewöhnliche, ne? Wo ich gerade gefahren bin, muss ich sagen, das ist wirklich ein gutes Auto. Also es ist wirklich, wirklich, also ich will ihn einen Tick leiser machen. Mhm. Ich will ihn, was kein Problem ist. Nee, ein Tick mittlerweile ein Stückchen höher. Genau, ein bisschen höher, ein bisschen leiser. Wenn ich es mir aussuchen würde, ich würde den Misano Rot machen. Aber der RS4 ist schon Misano Rot. Das ist ja der RS4 Limo. Das ist sein kleiner Bruder, weißt du, was ich meine? Als Limo. Na, oder? Das wird gleich, es ist das gleiche Ding. Ich weiß, was du meinst, aber du hast ja nun mal die Ikone schon in Rot, weißt du, was ich meine? Aber Rot, Silber, nee, ich glaube, Silber ist auch zu brav. Und das Sternrubin? Hat die Idee, Farben nicht mich gesehen? Aber dann aber du willst die Farbe selber mischen, dass genau. Sie nicht wie aussieht wie auf den Bildern. Exakt. Weil wenn das Video aufmerksam verfolgt. Weil wenn du Sternrubin siehst, auf dem Foto, sagst du, mega Farbe. Du siehst das Auto auf einem Treffen, auf einer Veranstaltung und gehst vorbei und sagst, das ist der nicht, der sieht nur so ähnlich aus, das ist nicht das Auto. Aber das ist das Auto. Die Farben sind halt extrem unterschiedlich. So, und dass man die Farbe so macht, dass das eigene Auge die Farbe immer so sieht wie auf dem Foto. Das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Okay. Ich finde, dieses Auto muss, es muss Eleganz ausstrahlen. Dann British Racing Green. Ja, könnte ich mir eher vorstellen, ja. Könnte ich mir eher vorstellen. Vielleicht sogar, dass die Farbe von Audi, dieses, ich weiß nicht, wie dieses... Das modernere. Ja. Das auch auf dem RS4, auf dem aktuellen drauf ist. Zum Beispiel, oder du gehst gerade wieder in die Sportquattro-Abteilung, Geschichte, wo dieses typische... Das meine ich, das Uni. Heißt aber, das heißt bei Audi anders. Ja, ich weiß. Aber du meinst, genau, die... Irisch-grün, ja, so ein dunkles Grün. Das können wir auch vorstellen. Ich glaube, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, auch eine ernstere Farbe wird ihm besser stehen. Ja, und finde auch eine Audi-Farbe. Okay. Also das sind ja alles immer letztendlich Geschmackssachen. Wenn du sagst, du willst ihn höher, du willst ihn vernünftiger, du willst ihn mit mehr Wissen zusammenbauen, da finde ich dann die Farbe nicht so reinscheppern. Schwarz wäre zu schlicht, glaube ich. Aber Dach mitlackieren, ne? Weil Dachhaut machen wir Carbon, schiebe Dach raus. Also ich will nicht anfangen, dass das Auto so tuningmäßig wie ein poliertes Dach aussieht. Nee. Ich dann, ja, alles in Farbe. Also dann auch Zielleistung und so alles dran lassen. Hier neue Türen. Nee. Hier haben RS4 Türen. Ach ja, stimmt, ja wieder anders. Die haben wir keinen Leistung. RS4 Front dann auch alles? Mhm. Alles. Alles RS4. Geil. Im Blech. Also klar, Carbon-Frontstange, Carbon-Kotflügel, Carbon-Dach, Carbon-Heckstange. Genau. Und Carbon-Kofferraumdeckel. Mhm. Schon cool, ne? Ja, ich glaube jetzt, vielleicht ein paar Mal sagen. Ich bin auch so ein typischer Kühlschrank-Fan, weißt du, so dieses Weiß, aber Weiß ist Weiß irgendwie, haben wir, Weiß, wir können, ist zu viel. Wir können wirklich, nee, Weiß haben wir zu viel. Ich glaube, ich wäre mal ein Grün. Also Grün oder Rot, also wenn ich Farben aussuchen würde, Grün oder Rot. Dann vielleicht von dem Farbton ein bisschen wackeln, dass man sagt, man nimmt einen Rotton, aber dunkler, man nimmt einen Rotton, aber heller, man nimmt einen Grünton, dunkler, aber heller, aber so diese Grundbahn-Basics. Aber wie gesagt, das ist letztendlich immer eine Geschmackssache, ne? Ich hatte ja gesehen, du hattest diese Sternrubin, hast ja drüber gesprochen. Letztendlich, wenn man da eine geile Farbe rausmischt... Machen will ich es auf jeden Fall, weil... Ist mutig, aber warum nicht? Machen will ich es auf jeden Fall mit der Farbe, weil das... Aber Innenausstattung bleibt dunkel. Ja. Ich habe ja noch die weiße RS4 Ausstattung aus dem Kombi. Mhm. Die würde ich nehmen und neu machen. Würde gut zu dem Grün passen, ne? Wenn man die in Weiß lässt, ne? Ja. Aber die ist halt abgeranzt. Aber wenn man die Weiß lässt und macht die neu, dann wird das gut bei dem Grün passen. Das Grün-Grau, das wäre eine schöne Kombi. Ich bin auch Team Grün gerade. Team Grün ist gut, ne? Ich freue mich. Also das Motorprojekt, wenn du da dran gehst mit dem Ladeluftkühler, würde ich gerne mal... Das geht jetzt los. Okay, da komme ich... Du weißt, wie das bei uns läuft. Dann komme ich dich vielleicht mal besuchen. Weil das würde mich mal interessieren, wie das Ganze... Das Ansaug... Das ist ja jetzt schon recht lang, der Ansaugweg. Ja. Und ich sage dir, das Ansprechverhalten müsste ja noch besser werden. Genau. Ja, es ist jetzt nicht, also jetzt ist es gerade nicht, so jetzt ist es gerade nicht jetzt überragend, aber für so einen Lader, für so einen Motor ist es gut, aber das ist für moderne Autos natürlich absolut nicht gut. Nein, wenn du heutzutage, wenn du dann M3 Touring vergleichst, das ist krank dagegen. Genau, und du kriegst, da ist Gewalt. Und hier denkst du, 21, 22, aber wenn die 23 kommt, ist gut. Na, wir machen mal eher 21, 22, 23, 24, 25. Ja, da musst du mal im anderen Gang einsteigen. Also du bist ja dann im ganz niedrigen Gang. Wir sind ja kein Turbo-Diesel, weißt du, wir 2,5 loszulegen. Ja, okay. Dann fangen wir halt bei 3,5 anzuzählen. Okay. Nee, geil. Geiles Projekt. Okay, gut, dann wir danken für die Ansaugbrücke und werden dann da dran gehen. Ich kann nicht mal besuchen kommen hier bei dem Projekt? Jederzeit. Da sind noch andere Sachen, die dir gefallen demnächst. Du warst ja schon mit was Geilem hier. Das finde ich auch nee, das, geil. Das haben wir schon gesehen, aber was ich dir so erzählt habe. Ja, du hast viele lustige Ideen. Das schien jetzt nach vorne. Nein. Ey. Doch, glaub schon. Das ist cool. Obwohl wir sehr viel BMW haben dann.
Wir gucken mal. Ja, gut. Dann danken wir und wir sagen dann jetzt tschüss. Genau, dann fahren wir mit dem neuen Ladefutter, weil wir fangen nämlich erst an mit Außenkarosserie, wenn das Thema durch ist, weil wir ja wahrscheinlich Sägen machen, tun müssen und dann, wenn wir lackieren, sieht es eh scheiße. Wenn du willst, können wir ja mal auf dem Prüfstand da noch gucken, wie der neue Ladeluftkühler funktioniert zum Beispiel auf dem Prüfstand. Den hatten wir ja noch nie auf dem Allradprüfstand. Nee. Da können wir ja mal gucken, weil ich weiß nicht, ob du die Steuerung nochmal überarbeiten willst oder ob du da nochmal... Ja, programmierungstechnisch muss da, würde ich sagen, muss da nochmal ran. Das ist ja auch alles Jahre her, ne? Zig Jahre her. Was war es noch? 5 Jahre? 6 Jahre? 6, glaube ich. 2017? Ja, überleg mal. Wie lange das alles her ist, Alter. Wir sind alt. Findest du? Gereift. Wir sind reif. Tschüss. Gut gereift. Du bist gut gereift. Tschüss.